Ja, letzte Woche hier oben gefangen. Sind die Himbeeren da am Blühen? Ja. Machen Sie Rapshonig und? Ja, rein Rapshonig gibt es ja nicht. Okay. Vorher ist der Löwenzahn am Blühen, der Kirschen und das. Ja. Weil, ist nicht so wie in der Osterbörde, wo nur die Felder, Rapsfelder sind da rum. Ja. Und, ja. Oh, da habe ich. Und voriges Jahr hatte ich einen guten. Aber ich hatte jetzt noch einen anderen Kunden, Imker noch hier, Kollegen, hatte ich noch gut 10 Zentner Honig. Ja, umgesetzt. Dann. Schön. Das ist dann. Ja, wollen wir das Volk aufmachen. Mal gucken. Kann ich da jetzt auch mit reinkommen, oder? Ja, wenn es was ausmacht, können Sie da einstellen. Besser geht, oder wegen Lichtmäßig, oder? Nö, nee, so wegen den Bienen, dass sie mich stechen, ach, oder so. Ja, dann können Sie mal hinnehmen, wenn es geht. Warte, ich gehe auch so dabei. Ja, okay. Sind das viele? Wie viele Bienen sind das eigentlich so pro Volk? 1000? Ja, 40, 50.000 Stück sind da. Aber wenn die weiter. Boah, sind das viele. Ja, wenn die jetzt zugedeckelt wird, können wir noch eine rauskriegen. Das finde ich keine. Die ist ja ganz weiß, was ist denn das? Ja, ganz offen hier. Wenn die jetzt so zugedeckt wird, dann ist sie auch nicht reif. Mhm. Und dann ist der kann man nicht schleudern. Und so. Und dann ist sie ganz zu. Und da habe ich jetzt gerade hinten den Abend zugebaut, habe ich alles aufgerissen. Wenn man jetzt vorne anfängt, dann kann man die rüberrücken. Mhm. Dann kommt er nicht vorne. Das brauchen wir nachher wieder zu. Und wenn Sie das schleudern, dann geht dieser Deckel von alleine weg, oder? Ja, da muss man auch abmachen erst. Es gibt so eine Gabel, die spitzen Zink vorne dran, da muss man alles abmachen. Mhm. Sonst kriegt man das nicht raus. Ja, ja. Hm. Ja, so brauchen wir. Da sieht man ja nichts von, da brauchen wir ja wieder zu. Das ist das Lastig. Die Fertigkeit von Bienen, ja, das ist hauptsächlich so schlimm. Nur die Angst muss man fächern. Mhm. Hier, das lohnt ja wieder auf. Schön. Der Rauch ist jetzt nur, um die zu beruhigen, ja, oder? Ja, zum Beruhigen und dass sie dann nicht so. Sie verzieren sich so ein bisschen. Mhm. Ja. Sehr schön.
abends. Ja, abends anrufen. Das ist oben auf der Birmke, wohne ich. Ach so. Oder unten im Dorf, wo die Ver- Kennst du unten im Hirschhorn aus? Nee, eigentlich nicht.